Ja, Leute, da wären wir wieder zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Void und ja, ihr seht schon, ich bin hier gerade fleißig am Farmen und ja, ich will euch gleich erstmal zeigen, was ich überhaupt mit meinem Grundstück gemacht habe, denn wie ihr seht, ist da ein bisschen was passiert und ja, ich habe mal ein bisschen Ordnung reingebracht, muss ich sagen. Es hat mich gestört einfach, wie hier das aussah, das war mittlerweile nicht mehr schön und ja, jetzt gefällt es mir aber wieder, muss ich sagen, ja. Ich habe ein bisschen was umsortiert und ja, ich zeige das mal kurz. Und zwar, erstmal habe ich hier diese ganze Unordnung beseitigt, ja. Ein paar Sachen stehen natürlich noch so, wie sie waren. Aber, ja, zum Beispiel diese ganzen Kisten hier und dieses ganze Chaos, das habe ich mal nach da drüben verschoben, ne. Und hier soll dann eben auch eine Wand entstehen, wo die Kisten eben alle geordnet stehen. Und ja, da habe ich dann hier so Fackeln gesetzt zum Beleuchten und die eben gleichzeitig auch dienen, um diesen Cobblestone Cauldron anzufeuern, wo ich gleich mal Lava reintun kann. Und ja, dann werde ich hier hinten auch viel mit diesem normalen Holz bauen, denn ja, davon habe ich echt viel durch dieses Bonsai hier. Warte mal, ich zeig das mal kurz, wo ist das? Also Kisten habe ich auch mal so ein bisschen sortiert, genau, also hier ist das ganze Holz drin, da haben wir echt viel. Und ja, hier oben farmt er jetzt noch Iron Leaves, ne, damit ich mal ein bisschen an Eisen komme und so, kann man sicher immer gebrauchen. Und ja, also an Holz mangelt es uns auf jeden Fall nicht, muss ich sagen. Finde ich schon mal ganz cool. Und ja, ansonsten schauen wir mal, ich möchte jetzt noch so ein paar Sachen machen, das zeige ich gleich. Ja, was habe ich noch gemacht? Hier oben mal zum Beispiel dieses Holz abgerissen, was dann noch random geschwebt ist oder so. Oder hier habe ich mal die Plattform erweitert, noch ein bisschen eine Baumfarm gemacht, ne, weil hier schön viel Platz war. Und hier habe ich mal die Drying Racks hingetan, wo wir dann irgendwas dranhängen können, falls wir es brauchen. Ja, und ansonsten hier eben die Slab Furnaces, die kann man auch übereinander setzen, finde ich schon mal interessant. Ja. Also es sieht jetzt hier alles ein bisschen ordentlicher aus. Ich habe auch hier diese Dinger aufgestellt, die Cauldrons, ne? Sodass wir hier direkt aus dem Brunnen das reinmachen können und die gebrauchen können, ne? Für Matt oder sonst was, was wir immer mal brauchen. Dann hier ist eben die Grasfläche jetzt, ne? Habe ich auch umverlegt. Und hier noch so zwei Felder, die ich aktuell brauche, um Beetroots zu farmen. Denn davon habe ich keine und ich brauche aber welche, um sie auf dem Markt zu verkaufen. Gegen Rustic Ironwood Saplings, genau. So heißen die. Die brauche ich nämlich, habe ich zumindest im Stream gesehen, dass ich sie für irgendein Rezept brauche. Aber ich habe es ja ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Ja, keine Ahnung, ey, ohne Witz. Manchmal weiß ich nicht, warum ich immer alles so schnell vergesse. Ja, ich hoffe, es fällt mir wieder ein. Jedenfalls ein Bone Meal brauche ich noch und deswegen pflanze ich immer die Bone Saplings an, ne? Damit ich davon was krieg. Und ja, ich hoffe, es reicht jetzt für Dings, ja, sollte eigentlich. Da haben wir jetzt hier gleich genug Beetroot zusammen. So, perfekt. Und dann kann ich die hier verkaufen für diese Sache. Ja, gucken wir mal. Also Ironwood kostet 8 Beetroots. Klicke ich mal an, ne? Und dann können wir das hier so machen. Und ich nehme den raus, ne? Und dann funktioniert das. Schön. Ja, und dann können wir den hier auch anpflanzen. Mal sehen, so. Ich hoffe, der lässt sich beeinflussen von dem Zeug. Ja, das geht eigentlich, oder? Also müsste. Ich baue es mal den da drüben ab, weil der stört sonst. So. Weg damit. Perfekt. Und dann hoffe ich mal, dass der hier wächst, Alter. Ich weiß nicht. Bin mir gerade unsicher. Aber die anderen, die hatten schon, die saßen schon länger hier. Da wachsen die dann immer schneller. Warte mal, der lässt sich echt nicht beeinflussen von dem Zeug, hä? Oh ne, Alter, jetzt sag nicht, dass es nicht geht. Na gut, ich kann ja Bone Meal nehmen. Okay. Und ich hoffe, der wirft jetzt hier das Zeug wieder ab. Also wieder ein paar Saplings. Nicht, dass das nicht geht oder so. So, aber das hier geht, ne? Ja, Weinminer funktioniert. Okay, das ist schon mal gut. Oh, hier hat er die Saplings geworfen. Sehr gut. Also ja, ich versuche jetzt auch ein bisschen Ordnung zu halten übrigens. Das heißt, dass ich ja nicht wieder alles so verkommen lasse, wie es vorher war. Müssen wir mal gucken, wie das klappt. Warte ich denn jetzt das da? Ja, okay. Und ja, diese ganzen Petrifier Corns und so, das habe ich eben jetzt erstmal alles hier rein getan. Da haben wir ja auch extrem viel mittlerweile. Und ja, das ist schon ziemlich krass, was ich so alles mittlerweile angesammelt habe, ne? An Kram. Also, ja, wir haben schon ordentlich ein bisschen Zeug. Muss man ja sagen. Aber ja, trotzdem sind halt andere noch viel, viel weiter, ne? Die haben dann schon
Deep Storage Units oder sonst was, ne? Ja, Nils Kevin war auch mal wieder da hier auf dem Server im Stream. Tatsächlich fand ich ganz cool. Aber sonst ist halt hier wirklich keiner mehr aktiv irgendwie, ja. Gerade wenn ich so hier rüber gucke, die hatten großes Vor noch, aber da passiert nichts mehr. Ja, ich weiß nicht, das ist alles so ausgestorben, was schon wieder sehr schade ist. Aber ja, naja, okay, egal. Ich würde sagen, ja, wir machen mal weiter hier im Questbuch. Ich weiß jetzt halt nicht mehr genau, wozu man das brauchte, ne? Brauchte ich das hierfür oder was? Für diesen Blue Sapling oder was war das jetzt? Oder hier? Bin mir halt echt nicht mehr sicher. Komm, ist so ein Mud Bucket. What the fuck, Alter? Was? You can feed to a pig to transform it into a resource hog. Ach du Scheiße, ich hab ja nicht mal ein Schwein. Oder kann man sich Spawn Eggs hier kaufen? Am Markt, das kann sein. Also Rizzo hat ja gesagt, man braucht den Markt, aber... ja, anscheinend nicht für Spawn Eggs oder so. Na gut, egal. Da lasse ich das halt. Ansonsten brauchen wir jetzt Gold Ember, ne? Da brauchte ich... Molten Gold und Pulled Bastion, hä? Was? Also ich soll nur... bei Crafting Gold Ember. Use these Hinkers Complement Melter or Smeltery to melt it into Molten Gold. Achso, und dann, ah ja, hier war das. Oak Sapling brauche ich für diesen Gold-Dings. Und hier brauche ich einen Menriel Sapling. Ach du Scheiße. Was ist das denn? So, und ja, genau, dieses Silber Ember, da war eben mein Problem, dieser graue Farbstoff, ne? Ich guck nochmal, wie das sich so craften lässt. Aber ich glaube, dafür brauchte ich dieses Zeug jetzt hier, diesen Sapling. Denn hier White Cry Day oder Cry Die, genau. Das kriege ich halt hier raus. Pulverized Charcoal, Alter. Als ob ich das hinkriege. Nee, hier, Pulverized Coal, das kann man gleich vergessen. Black Dye Powder kann ich gar nicht craften, hä? Warum? Kann ich den Ink Sack irgendwie craften? Ich weiß nicht, ey, aber irgendwie musste ich doch das machen können. Hey, das kann doch nicht sein. Na egal, ich guck nochmal, was es noch so gibt. Ah ja, Ironberry, stimmt, dafür brauchte ich den. Ja, genau, weil ich gesehen habe, dass es auch mit Ironberries geht. Stimmt, weil die sind die einfachste Methode. Stimmt, okay, ja gut, alles klar. Aber ich habe mich schon wieder die ganze Zeit gewundert, so, hä, warum brauchte ich den überhaupt? Weißt du, man vergisst es halt einfach. Man muss ja einfach dieses Modpack am Stück zocken, damit man das noch einigermaßen behält im Kopf. Denn sonst, ja, sieht man ja, was los ist. Man vergisst wieder alles. Ich meine, das ist jetzt nicht mal 2 Tage her, der Stream. Und ja, es ist schon wieder alles weg. Naja. So, gucken wir mal. Da haben wir auch schon die Ironberries. Sehr gut. Da kann ich die nämlich jetzt nutzen, um mir endlich diesen Acorn zu machen. Woraus geht da nochmal? Ja. Da habe ich jetzt auch schon lange drauf hingearbeitet, muss ich sagen. Also, ja, da habe ich schon ein bisschen gebraucht, hier. Und da bin ich froh, wenn ich das gleich habe. Warte, Petrified Acorn war's, ne? Genau, und sonst? Petrified, Tin Resin, Lead Resin. Okay, Tin noch. Ach scheiße, ich glaube, ich habe keinen Tin Resin. Habe ich überhaupt einen Tin Sapling? Ich such mal. Ah, hier habe ich welche, okay. Ja, also man muss ja echt viele Schritte wieder beachten. Aber finde ich eigentlich jetzt auch nicht schlecht, ne? Ich meine, warum nicht? Ja, da holen wir uns jetzt hier das Tin Dingszeug und dann kann ich ja auch ordentlich arbeiten. Okay, nice. So, wir haben ja mittlerweile die meisten Saplings eigentlich. Zumindest die grundlegenden. Und ja, das heißt, das Zeug ist eigentlich schnell gefarmt hier, wenn man mal sowas braucht, ne? Da muss man jetzt ja nicht mehr lange rumcraften und so. Sondern das geht eigentlich recht okay. Ja, dann machen wir uns noch den Silver Sapling. Da haben wir dann auch alle Grundstoffe erstmal. Und ja, ist halt wichtig, erstmal die ganzen Saplings zusammenzukriegen. Ne? Muss man ja sagen. So. Und ja, dann hole ich mir jetzt endlich mal das Silver Ember, Alter. Es wird auf jeden Fall Zeit. Denn. Ah, Alter, da hänge ich schon lange dran. Oder frag mich schon lange, wie ich das machen soll. Und jetzt habe ich es endlich, ey, ohne Witz, ne? Ja, dann ist aber die Frage, wie viel brauche ich davon überhaupt? Denn. Ja, wie funktioniert das jetzt? Bei L, wenn ich jetzt gucke, haben wir jetzt das endlich abgeschlossen. Und dann Molten Silver over a Manreal Sapling. Ja, das wird das nächste Problem. Wie kriege ich jetzt einen Manreal Sapling? Das ist halt die Frage. Ah, das war der. Und den kriege ich im Cauldron. Ach, ein Lapis Sapling einfach. Okay.
Ja gut, das geht ja. Das kann ich sogar jetzt noch schnell machen. Ne? Warum nicht? Aber ich wollte auch gleich nochmal meine Insel hier fotografieren. Ja, und den Manreal Sapling muss ich jetzt hier in den Melter tun, ne? Aber hier ist noch Lead drin. Ja, das muss ich noch verbrauchen. Da muss ich noch einen Lead Sapling machen oder so. Aber ja, kriege ich hin. Ich würde sagen, das war's aber jetzt erstmal von der Folge, oder? Ich guck mal, habe ich Game Mode? Ja. Dann gehe ich mal kurz in Game Mode 1, um hier ein Bild zu machen, ne? Ja, ich denke mal, bei Nacht kann man zwar machen, ne? Warum nicht? Dann machen wir mal hier von der Seite so ein bisschen. Oder von da drüben, ich weiß nicht. Ja, machen wir mal von hier. Da sieht man so ein bisschen den Fortschritt, wie ich jetzt hier alles sortiert habe und so. Und ja, auch mal bei Nacht ist ja auch nicht schlecht. Und ja, dann jetzt erstmal danke fürs Zusehen und tschüss.